Oder wofür sind die Dinger jetzt gut? Doch, euch kann ich doch zurückpusten, oder? Nee. Wofür? Warum ist das Ding jetzt aufgegangen und das andere nicht? Verstehe ich nicht. Hä? Wofür seid ihr? Boing. Au. Aha, ihr explodiert. Was zum Teufel? Was bist du denn? Ich mag dich nicht. Ich benutze jetzt mal eine Schleuder. Einfach so. Und eine Schleuder bringt absolut rein gar nichts. Wofür ist denn das Ding? Wenn ich nicht mal... Aber gut, dann... Dann lass ich's halt. Bäh. Ja, dann lass ich's halt. Super Idee. Okay. Nein, Moment. Ach so. Oh Gott. Ja, und dann muss ich die Dinger eigentlich richtig treffen, ne? Damit sie dann kaputt gehen. Nämlich so, wie das Blaue das zeigt. So müsste ich sie eigentlich treffen, ansonsten explodieren sie nämlich. Ja, das ist toll. Boah, das Ding geht mir auf den Sack. So. Pusten, 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 pusten. Und es schadet dir sowas von überhaupt nicht. Warum schadet dir das nicht? Was willst du denn von mir? Kann ich deine Geschosse irgendwie so zurückschießen? Ja, tatsächlich. Ach so. Sag mir das doch einer. Zack. Nee, so kann ich ihn nicht treffen. Schade. Boing. So. Dich ausgeschaltet, dich ausgeschaltet. So, und dann schick mir bitte mehr Raketen. Ja, mehr Raketen. Hui. Boing. Und boom. Ach Gott. Zum Glück. So. Ja. Habt ihr jedenfalls eine nette kleine Anekdote erzählt bekommen, wie der Hering seine Videos benennt. Ich bin momentan sowas von unmotiviert. Es tut mir leid. Oder ich höre mich zumindest so an. Aber das liegt jetzt nicht am Dungeon oder am Spiel oder irgendwie sowas. Das liegt im Endeffekt eigentlich, glaube ich, nur daran, dass ich so ein ganz klein bisschen Hunger habe und, weiß ich nicht, ein ganz klein bisschen momentan am Kämpfen bin. Mit meinem eigenen Körper so ungefähr, ja. Das Hungergefühl ist nackt an mir. Ja. Aber ich will auch nie aufhören. Ich will nicht einfach so mittendrin im Tempel aufhören. Also außer meine TV-Karte gibt jetzt gleich mal automatisch den Geist auf, so ungefähr, weil dann müsste ich ja sowieso wieder aufstehen und so weiter und so fort. Dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Ich meine, dann könnte ich... Ups, dann müsste ich die Aufnahme sowieso neu starten, also zumindest von dem Punkt aus, wo ich dann eben gezwungen wurde aufzuhören und dann wäre das eben so. Okay, haben wir den Raum jetzt auch hinter uns gebracht. Bisher läuft es eigentlich ganz gut. Mich wundert es nur, dass wir bisher noch keine Karte gefunden haben. Ich wette, ich bin schon an der Karte vorbei, oder? Bin ich schon an der Karte vorbei? Ja, nein, vielleicht. An der Stelle könnte ich mal sagen. Hahaha. Obwohl, wenn er mir das an der Stelle sagt, dann weiß ich es an der Stelle sowieso auch schon lange. Weil, na, ich glaube, dieses Video hier, das wird irgendwann in der ersten Januarwoche kommen. Irgendwann. Je nachdem, wie viel ich jetzt am Silvesterwochenende noch hochlade. Ich meine... Hindert mich ja nichts daran, jetzt in der Nacht nochmal, wow, ein paar Videos hochzuladen. Boing. Nur so ein paar. Ja, mein Gott. Ich meine, dann werde ich im Videokram wenigstens mal los. Diese ganzen dämlichen Videos, die verstopfen mir immer meine Festplatte und so. Also, ist total doof. Also, wenn man so ein Let's Play macht und keine Ahnung was, das ist schon... Mein Gott, das ist eine echte Krux. Ich muss die Dinger doch mal loswerden von meiner Festplatte. Das ist echt dämlich. Da kommen die ganze Zeit immer neue Videos dazu und so. Ich weiß gar nicht warum. So, ja, die ersten Knaller werden da draußen auch schon ausprobiert. Beziehungsweise, die wurden schon in den ganzen letzten Tagen ausprobiert. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht warum. Aber... Immer diese Leute, die immer ihr ganzes Geld so für Böller und so weiter ausgeben. Ich meine, ich habe prinzipiell nicht so viel gegen Böller. Es sieht schon irgendwie nett aus. Ich bin so ein Feuerwerk-Fan, doch, kann man so sagen. Aber trotzdem würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, mein eigenes Geld dafür auszugeben. Da schaue ich doch lieber anderen Leuten dabei zu, wie sie ihr Geld verprassen. Und habe dann eben auch meinen Spaß, da freue ich mich auch daran. Das ist ja das Schöne irgendwie. Andere Leute kaufen sich den Böllerkram und so und schießen das ganze Zeug in die Luft, aber im Endeffekt machen sie das auch für ganz viele andere Menschen da draußen. Wie zum Beispiel für Leute wie mich, die eben unsere Wirtschaft nicht durch irgendwelche Böller oder so ankurbeln wollen. Nein. Stattdessen gebe ich mein Geld für Videospiele aus. Tralalala. Was ist das hier? Achso, ich muss hier irgendwo einen Zeitstein finden oder so, kann das sein? Ansonsten geht diese verdammte Tür nicht auf. Ich finde hier überall Kerne. Ja, der Zeitstein muss dann ja zwangsläufig irgendwo dort oben sein. Irgendwo dort oben. Irgendwo hier oben könnte auch die Karte sein. Habe ich nicht hier oben noch einen Gegner gesehen? Mir war eigentlich so, als hätte ich hier oben einen Gegner gesehen. Gut, dann halt nicht. Du. Kein Gegner für den Hering. Tralalala. Irgendjemand hatte vor kurzem auch mal, habe ich im Forum gelesen oder so, den Vergleich gebracht, so von wegen, ja... Aber man kann doch nicht sagen so, dass Böller so rausgeworfenes Geld sind und sowas.
Weil, wenn man sich das mal so genau vor Augen fühlt, ich meine, Videospiele bringen uns doch auch nichts und im Endeffekt sind die auch total sinnlos. Also, ja, da ist es doch total egal, ob man nun sein Geld ausgibt für Videospiele oder für Bella, kommt doch aufs selbe hinaus. An der Stelle kann ich einfach nur sagen, nö, ist nicht so. Ich meine, meine Videospiele lösen sich nicht nach 20 Sekunden in Luft auf oder so, wenn ich sie angefangen habe, wenn ich angefangen habe, irgendwas mit ihnen zu machen. Also, das erschließt sich mir nicht so ganz, der Vergleich, nein. Okay, auf eine gewisse Art und Weise, das hat beides mit Freizeitbeschäftigung so zu tun. Aber von Böllern hat man prinzipiell gesehen nochmal viel weniger als von Videospielen. So, jetzt ist doch die ganz interessante Frage irgendwie. Die ganz interessante Frage, wie komme ich dort hinein? Vielleicht ja so. Vielleicht muss ich nämlich, das wäre total genial, diesen Zeitstein dort hinten betätigen. Boing! Damit das Gitter hier aufgeht. Oder damit ich zumindest einen Schalter oder irgendwie sowas finde, damit das Gitter vielleicht aufgeht. Was bist du denn? Boing. Das Gitter zumindest nicht auf. Jetzt weiß ich nicht. Ich kann dich bestimmt mit dem magischen Krug besiegen, oder? Magischer Krug, Flick und Sieg. So, was bist du? Du bist... weiß ich nicht. Dies ist ein Amos. Aha. Diese Wacheinheit wurde von einer alten Zivilisation konstruiert und ist darauf programmiert, Eindringlinge anzugreifen. Der Schwachpunkt liegt innerhalb des Mundes, doch um den Mund zu öffnen, ist eine bestimmte Technik notwendig. Du hast diesen Gegnertypus 0 mal besiegt, also mach mal hin. Ja, lass mich raten. Ich muss meinen magischen Krug nehmen und dann irgendwie dort oben so ein bisschen pusten. Und dann so boing, boing, boing und kaputt. Und dann so, wow. Boing, 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 boing. Und pusten. Und? Hä? Was? Das kann so nicht richtig sein. Moment. Da. Ich habe schon wieder 500 Rubine, fällt mir gerade auf. Du ziehst mir gerade nicht wirklich viel ab. Mein Gutes da. So. Ich muss zustechen. Achso, das war der Fehler. Hahaha. Lalalala. Geht da oben jetzt auch das Ding auf? Ja. Ja, ich will an meine schöne Truhe herankommen. Ich meine Truhe. Ist ganz allein meine Truhe. Ich habe so toll für diese Truhe gekämpft. Also bisher gegnertechnisch... Ich hatte zu Beginn des Dungeons meine Probleme, so ein ganz klein bisschen. Da ging meine Lebensenergie auch rapide nach unten. Aber mittlerweile muss ich sagen... So toll ist das hier nicht. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Wenn man sich ein bisschen konzentriert und so, dann ist das ja alles... Ja toll, für drei Räume habe ich nochmal eine Dungeon-Karte erhalten. Ach so, in dem nächsten größeren Raum... Da haben wir ja gesehen, hier oben geht's ja zu Zelda. Zeldas Aura, toll. Jetzt ist hier noch eine Truhe und da noch eine Truhe und hier und dort und überall und mach mal hin, ja. Wie lange sitze ich jetzt schon? Oh Gott, der Tempel wird auf jeden Fall länger dauern als die anderen Tempel. Weil beim letzten Mal, okay, abzüglich 10 Minuten und so, muss ich ja rechnen, aber ich glaube beim letzten Dungeon, also beim zweiten Dungeon, war ich zu dieser Zeit jetzt schon... Zumindest vor dem Endgegner bin ich gerade zur Tür rein, so ungefähr. Und dass der letzte Zelda Dungeon irgendwie doof war, weil ich dort lange beim Endgegner einfach saß, das wissen wir noch alle. Leider. Oder vielleicht habt ihr es mittlerweile auch schon vergessen. Das wäre mir irgendwie sehr lieb, aber ich fürchte es ja nicht. Gewisse Dinge vergesst ihr ja nie. Ihr seid alle ein bisschen nachtragend. Echt mal. Aber gut. Lassen wir das. So, jetzt komme ich wieder hier hin. Das ist toll. Jetzt haben wir hier ganz tolle Frösche. Ganz tolle Frösche, die ich ganz toll anvisieren kann. Hui! Mir wurde ja auch gesagt, wow, dass ich, ja, eigentlich ganz toll bowlen kann. Und, also nicht unbedingt, dass ich toll bowlen kann, aber dass man eben auch die Bowlingkugeln, den Bomben, so einen gewissen Drall einfach geben kann. Darauf kann man ja auch mal achten. So, jetzt bin ich nur überlegen, wie ich das hier mache. Soll ich dort wirklich jetzt rüberlaufen, oder was wollt ihr von mir? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Weil das bringt doch, also, beziehungsweise das schaffe ich doch nicht, oder? Oder doch, oder nicht? Ich weiß es nicht. Probieren wir es aus. Laufen. Nö. Ich schaff's doch gar nicht darüber. Okay. Ich weiß es nicht. So, pusten, bringt nichts. War hier noch irgendwas? Hier habe ich nochmal Bombending. Hier, dort hinten. Dort hinten kann ich Zeitstein aktivieren. Oh, das sieht jedenfalls so verdächtig danach aus. Dieses große Ding. So,
Ja, aber wie komme ich denn dorthin? Kann ich dort irgendwie rüberspringen oder so? Erstmal machen wir diese komischen Schleime kaputt. Dort irgendwie rüberspringen oder so? Oder... Das erscheint mir jetzt gerade zu doof hier. Nee. Also hier komme ich nicht durch. Dort drüben komme ich auch nicht weiter. Nee, ganz offensichtlich, weil dafür müsste ich über den Sand laufen, aber hier muss man bestimmt hin, wenn man so wieder in der Vergangenheit ist. Also wenn man einen Zeitstein ausgelöst hat. So, aber jetzt habe ich doch... Jetzt kann ich doch mit meinem magischen Krug auch nichts Neues machen, weil ich meine, hier vorne, hier oben war ich doch auch mit meinem magischen Krug schon. Und hat mir das irgendwas... Können gleich nochmal gucken, nachdem wir... Ach so, Elektroflödermäuse. Fledermäuse. Ist ja interessant. Ah. Nee. Nee. Oder? Kann ich rüberspringen? Quatsch nicht, oder? Nee. Das wäre auch zu doof. Aber. Obwohl mit Anlauf, wenn ich hier auf dem Geländer rumlaufe? Nee, ich glaub's ja nicht. Deswegen lassen wir es an der Stelle auch. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe. Ich meine, hier war auch nichts. Doch, hier war. Ach so, eine Rubine. Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Dort oben ist auch nur eine Kiste, die ich sowieso nicht. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wow, das war dumm. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich und wie ich und wo ich. Oder war bei der Tür noch irgendwas? War bei der Tür so ein Windrad oder irgendwie sowas, dass ich das aufpusten kann? Ich glaube ja nicht dran, aber. Nee. Muss ich noch irgendwas mit Sydney machen? Muss ich den irgendwie. Bringt das was, wenn ich. Keine Ahnung. Müssen wir alles ausprobieren. So, bringt das was, wenn ich Sydney. Wow. Wenn ich Sydney losschicke. Zack. So, jetzt hat er die Bombe im Schlepptau. Und wenn er dann schon mal so rüber geht zum Zeitstein, also dort, wo ich vermute, dass ein Zeitstein drin ist, und dass ich es hier einfach mal detonieren lasse, vielleicht. Ach so, nee, ist kein Zeitstein. Das ist ein Roboter oder so, eine Plattform. Dann verstehe ich das Ganze hier jetzt noch weniger. Hä? Ich meine, mir wurde nichts gesagt. Halt, Moment. Was sehe ich denn hier? Dafür ist die Karte da. Okay. Moment. Nein. Wow. Zack. Warum kann ich hier keine Leuchtpfeil-Dinger hinsetzen? Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ah, oh Gott. Oh, zum Glück habe ich geguckt. So, jetzt kann ich hier erstmal laufen, 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 laufen. So, auf der gleichen Höhe wie diese Plattform. Genau. Dann so und zack. Oh Gott. Und ich dachte schon, ich hänge jetzt. Wow. Nett, nett, nett. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ist eine coole Idee, finde ich. Upp. Aber ja, kann man natürlich drauf kommen. Kann man drauf kommen. Weil draußen gab es ja. Will ich hier jetzt rein? Ja, ich will hier rein. Kann man drauf kommen, weil draußen gab es ja genau dasselbe Prozedere mit der Karte. Und logisch, klar. Ich meine, den Dungeon gibt es jetzt hier eindeutig schon länger als den guten Link. Soll ich hier schieben? Kann ich schieben? Ne, ich kann hier nicht schieben. Ah ja, genau, ich kann ja. Ich kann unter Wasser kriechen. Ich bin so dumm. Was ich jetzt sagen wollte, was ich im Kopf hatte. Ich kann ja auch hier, wenn ich in so einem Gang bin, meine Ausdauer benutzen. So, zack, zack, zack. Irgendwelche Steine und so. Sollen mir die irgendwas sagen oder so? Ich weiß es nicht. Seltsam. Ah, Skorpione. Ah, Skorpione. Ah, Skorpione. Ah, Skorpione. So. Mein Kampfruf. Ah, Skorpione. Ah, Skorpione. Ah, Skorpione. Dab, dab, dab. Komponieren wir ein Lied raus, ja. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was gibt Jone? Was gibt Jone? Was gibt Jone? Wah, wah, wah. Es hat irgendwie viel Schönes. Gut. Der Hering. Du hast das Geschenk der Göttin erhalten. Es heißt, dieser legendäre, sehr seltene Schatz habe einst der Göttin gehört. Wäre irgendwie besser, wenn es einmal ein Geschenk der Göttin war. Weil ansonsten würde das ja heißen, dass die Göttin ihre Geschenke irgendwie nicht selber besorgt. Nee. Die lässt sie sich kaufen von ihren Dienern. Beim, ich weiß nicht was, beim Douglas oder so, ja. Ein Geschenkgutschein wäre hier irgendwie auch zur Fahrt, deswegen schickt sie mal eben ihren Diener los. Ja.
kauft mal eben so für irgendwelche etwaigen Helden, die mal meine Tempel besuchen oder so. Kauft für die irgendwie mal was Hübsches ein oder so. Ja, ja. Wäre besser. Weil ich bin eine Göttin und so bei mir. Das machen Göttinnen so.